Servus Leute, recht herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Xenoblade Chronicles 2. So, ich bin hier gerade ein bisschen am Nebenquests machen. Eine habe ich jetzt schon erledigt. Ich sollte praktisch so einer älteren Dame so ein paar Ressourcen besorgen. Fische und ich schaue noch nach. Ja, steht jetzt nicht mehr da, aber das bringe ich ihr jetzt. Und ich würde mich freuen, wenn ihr mich heute ein bisschen begleitet in der Folge. Macht auf jeden Fall sehr, sehr viel Spaß. Und die müsste jetzt aber eigentlich hier unten sein. Ich rede mal mit dem hier ein bisschen. Kann man den Ruf ein bisschen aufwerten. Und wenn ihr wollt, Leute, lasst mir doch ein Like, Kommentar oder auch Abo da. Wenn es euch denn gefällt, würde ich mich sehr, sehr drüber freuen. So, jetzt aber würde ich sagen, wir müssen dort irgendwo runter. Ja, hier geht's eh runter. Dann können wir der Frau das gleich zurückgeben. Und da ist er schon. Kleiner. Hallo, und habt ihr die Zutaten schon finden können? Hier, bitte. Oh, vielen Dank. Dank eurer Hilfe kann ich nun endlich meinen famosen Obstkuchen backen. Wenn nur mein Ofen funktionieren würde. Okay. Wir haben daheim ein spezielles Modell, das sich nur ganz schwer reparieren lässt, wenn es mal kaputt geht. Und es geht ständig kaputt. Normalerweise kümmert sich ja mein Mann um die Reparatur. Er hat nämlich zwei äußerst geschickte Hände. Einer der Gründe, weshalb ich ihn geheiratet habe. Okay, kann man zweideutig sehen. Aber er kennt sich nicht nur gut mit Öfen aus. Okay. Als damals dieses eine Hasid in der Stadt sein Unwesen Worüber haben wir denn gerade geredet? Oh, richtig, über meinen kaputten Herd. Mein Mann ist Holzhacken gegangen. Ich weiß nicht, wann er wiederkommt und ewig wollte ich nicht warten. Ihr seid nicht zufällig visiert im Reparieren von Haushaltsgeräten. Sprachlorigiten lassen Poppy im Strich. Kann Rex bitte klugen Spruch sagen und Gespräch hätten? Wie jetzt? Ich? Oh Mann, mir fällt aber gerade auch nichts Taktvolles ein. Ach, ich habe eine Idee. Wer könnte der Handwerker, der den Ofen gebaut hat, mir einen kleinen Hausbesuch abstatten? Sein Name ist Glim. Ihr solltet ihn auf dem Marktplatz von Torigot finden. Würdet ihn für mich holen gehen? Tut mir wirklich leid, euch dauernd durch die Gegend zu scheuchen, aber kein Ofen, kein Kuchen. Rex. Ich bin mir nicht sicher, das würden wir hinkriegen. Was meinst du? Solange du bei mir bist, Para, gibt es nichts, was wir nicht schaffen. Ich danke euch vielmals. Wenn ihr Glim herbringt, bekommt ihr auch etwas ganz Tolles dafür. Okay. Dann schauen wir doch mal, ob wir den Glim finden. Wird doch wohl nicht so schwer sein. Glim. Sieht aber gleich aus hier. Die habe ich doch eigentlich in einer anderen Folge schon mal gekillt, die Tussi da hinten, aber die lebt immer noch. Dort. Die hat schon wieder eine Quest für mich. Ja. Das ist immer noch die Quest, oder? Ich habe sie eh oben auf dem Marker drauf, mein.
Hopp. Wo soll denn das sein? Hopp. Müsste irgendwo hier hinten sein. Ach, mei. Da steht er. Tachchen, wie ist es? Hallo zusammen. Lasst mich raten, ihr habt einen Auftrag für mich, oder? Also die Sache ist so. Ah, ich verstehe. Tweine hat mal wieder Probleme mit ihrem Ofen, stimmt's? Nun, da helfe ich doch gern. Die Kosten für seine Reparatur belaufen sich normalerweise auf rund 3000 Gold. Bezahlt wird aber im Voraus und daran gibt's auch nichts zu rütteln. Meine Frau sieht es nämlich gar nicht gern, wenn ich meine Kunden anschreiben lasse. Und ich sag's euch, ihr Genörgel macht mir mehr Angst als die Tatsache, dass die Titanen nach und nach sterben. Falls euch also nichts ausmacht, bezahlt bitte gleich, meine Nerven werden es euch danken. Mein Gott. Wobei, für einen kleinen Gefallen würde ich euch den Ofen sogar umsonst reparieren. Erzähl euch weiter. Es gibt etwas, das ich meiner Frau schon lange schenken wollte. Sie mag manchmal etwas anstrengend sein, aber ich könnte mir niemand Besseres an meiner Seite wünschen. Als Zeichen meiner Liebe wollte ich ihr einen Schlüsselanhänger kaufen, doch hier finde ich keinen hübschen. Vielleicht haben Bergungstaucher wie ihr mehr Glück. Ihr findet doch ständig tolle Sachen, oder? Ja, so machen wir das. Ihr besorgt mir einen Schlüsselanhänger und ich repariere euch den Ofen gratis. Falls ihr keinen finden solltet, auch nicht tragisch. Ich nehme natürlich auch gern euer Gold. Mir soll beides recht sein. Lasst mir einfach nur wissen, wofür ihr euch entscheidet. Okay. Boah, komm, ich bezahle es jetzt. Und wir haben gehabt. Oh, haben wir einen gehabt anscheinend. Okay. Passt, würde ich sagen. So, ich hoffe mal, die wilde Quest ist abgeschlossen. Nicht, dass der Mechaniker noch was braucht. Oh, ihr seid's. Ich bin gerade eben mit der Reparatur fertig geworden. Also aber schnell. Sorgfältig, schnell und günstig. So hat mein Motto. Reimt sich nicht, aber bringt die Sache auf den Punkt. Vielen, da sind sie ja, meine Meisterfreunde. Vielen Dank, dass ihr mir so toll geholfen habt. Geschafft. Meine Herren, das war mehr Arbeit, als ich dachte. Den hat mein Ofen repariert. Sieht wieder aus wie neu. So wie damals, als mein Mann ihn mir gerade ganz frisch geschenkt hatte. Ach. Schön zu sehen, dass dieser Ofen genauso robust wie unsere Ehe ist. Mein Mann kommt bestimmt bald nach Hause. Ich sollte mich dann wohl mal besser um den Kuchen kümmern. Das Rezept ist ein gut gehütetes Familiengeheimnis. Schon meine Urgroßmutter hat damals... Ach, entschuldige bitte, ich komme schon wieder vom 100. ins 1000. Bevor ihr geht, will ich euch auch noch eure Belohnung geben. Eigentlich war ja nur von einem einzelnen Stück Kuchen die Rede, aber da ihr so viel Mühe hattet, hier, ich schenke euch das Rezept. Ihr könnt jetzt könnt ihr meinen leckeren Kuchen jederzeit genießen, aber glaubt mir, ihn zu backen ist kein Zuckerschlecken. Nochmals vielen lieben Dank. Jetzt kommt bestimmt Pyra. Noch Gold bekommen, Weins Rezept. Okay.
So, wo haben wir denn jetzt die nächste Quest? Wird eigentlich gleich weiter questen, wenn es geht? Ich würde sagen, gehen wir in Richtung Marktplatz. Schauen, was es dort noch alles gibt. Schauen wir gleich mal mit dem hier, mit dem Sea-Watch. Hallo, wie läuft's? Irgendein hohes Tier in Moor-Aidin hat einen ganzen Haufen Möbel bestellt. Dementsprechend bin ich am Rotieren. Alle meine Möbel sind Maßanfertigungen, müsst ihr wissen. Ich verwende nur die besten Hölzer aus Gormut, um die Kundenwünsche bis ins letzte Detail zu erfüllen. Cool. Ich habe hier noch nie gesehen. Seid ihr auf der Durchreise? Oh, ja. Habt ihr zufällig unterwegs irgendwo meinen Sohn Pavli gesehen? Nein, wo treibt er sich nur rum? Eigentlich müsste er ja längst wieder da sein. Nun? Pavli sollte etwas für mich erledigen, aber er ist immer noch nicht zurück. Er ist noch klein, da wäre es kein Wunder, wenn er irgendwo spielt, aber so langsam mache ich mir Sorgen. Ich habe dem Kunden aus Moor-Aidin erklärt, was los ist, aber der zeigt... Entschuldigung, Leute. Der zeigt keine Spur Verständnis. Er hat mir mit Klage gedroht, wenn ich die Frist nicht einhalte, also habe ich keine Zeit, meinen Sohn zu suchen. Heutzutage pochen die Leute ständig auf die Einhaltung von Paragraphen und vergessen, was Anstand ist. Oh, tut mir leid, dass ich euch das alles erzähle. Ihr könnt ja nichts dafür. Bitte vergesst die Sache einfach. Nun, soll Tora helfen? Was? Wäre das nicht zu viel verlangt? Ich meine, kann ich das nicht wirklich zumuten? Tora, zuversichtlich. Also gut, ich danke euch. Aber ihr wolltet zum Baumweiser, soweit ich weiß. Wenn da bloß nichts passiert ist. Baumweiser, was ist denn das? Okay, ist eine Ebene oben. Is it night time already? Please consider taking a rest. Müssen wir dort hinten lang oder was? Ah, ich denke mal dort oben. Okay, wir kommen wieder hoch. Hier ist der schon wieder. No! We lost the upper hand! Come out, come out! Flora heals an aching soul. Hier geht's. Hier geht's runter. Aber ja, seine Ebene über uns. Der wird dort oben sein. Also komme ich da hoch. Hier eine Seite vielleicht hoch. Ne, hier geht's runter. Aber da kann ich vielleicht hoch, oder? Wir gucken einfach mal. Hier müsste doch hochgehen, oder? Hä, unter uns? Auf der Ebene oder was? What have we here? Flora heals an aching soul.
Will ich jetzt verarschen? No! We lost the upper hand. Doch komplett rum, oder? Was ist los? Weg mit euch, kommt mir nicht zu nahe. Okay, dann muss ich dir mal Manieren beibringen. Stufe 9, die müssten ja eigentlich funktionieren. No! We lost the upper hand! Ha! Meh! Our emotions are in tune, right? Yeah! 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 Make haste and retreat. Yep, yep. I guess I really am the best. My thoughts exactly. Oh, you can't do that. Please leave it. Try. I will show them. Anchor shot. Let us make you stand up. You stand a chance to get us. Go, sprint. Ha! Jack Westlap. Ha! Double spinning. Let's go. Gotcha. Ha! Spinning. You can't do that. Sword bash. Hit it. No. Everyone's getting sight! Time ready as we ever be! I'm getting fired up! Make haste and retreat! Taste their pain! Spin! Anchor shot! Cut out! That's what pop! Do it! Gotcha! Sure! Steady! Double spin! Rush down! Fat body! Spinning! Cut out! Sword bash! Okay, wir haben einen Haufen Vollgas erzielt jetzt hier. Sehr schön, gut. Und da ist auch der Pavli schon. Der will wahrscheinlich jetzt wieder nicht nach Hause. Ich muss ihm wieder irgendwas bringen, oder? Auf der Weg. Applaus für Tora. Ich also danke. Ich habe hier Verwirrungs-Efeu gesammelt und bin, naja, auf ein Monster getreten. Zum Glück kann ich gut auf Bäume klettern. Also, die Sache ist die. Was? Mein Vater macht sich Sorgen? Oh nein, ich muss schnell alles aufsammeln und nach Hause rennen. Oh je, dieser Blick macht mir irgendwie Sorgen. Pirate, zerbricht dir doch nicht immer so schnell andere Leute Kopf. Es geht schon. Aua. Ich glaube, ich habe mir den Fuß verstaucht. Oh je, ohne das Verwirrungshilfe kommt mein Papa seinen Auftritt doch nicht rechtzeitig fertig. Ich kann helfen, wenn du willst. Oh, ihr wollt helfen? Danke. Ich bräuchte nur weitere 7 Verwirrungs-Efeu-Pflanzen. Wenn ihr in der Nähe von Bäumen sucht, findet ihr sie bestimmt schnell. Efeu wächst schließlich oft an Bäumen, okay? Okay, habe ich es anscheinend schon erledigt. Hier für dich. Oh, vielen Dank. 1, 2, ja, das sind genug. Aber wartet sie ja schon. Ich muss schnell nach Hause. Oh je, dieser Blick macht mir irgendwie Sorgen. Pirates, zerbricht dir doch nicht. Oh, ja, okay, wird schon gehen. Warte, wenn wir danken. Vorbei, kommen wir später. Okay. So, geh zum Markt zurück. Das machen wir doch. Ich muss aufpassen, ich habe einen Riesenaffen. Weil der macht viel Platz sonst. Verstehe manchmal nicht, warum die angreifen und wann nicht. Double spinning it! You don't stand a chance against us now! We'll beat them with the power of friendship! Spinning! Cut off! Ha! 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 Ha!
Die hält auch nicht. Die. Rise and shine, Tora. Just give me the lightsaber. I can help you. No, I will save. Rex, do you need a ride? Was ist denn da los? Verstehe ich jetzt nicht, warum ich hier umkippe. I'll bash you up proper next time, I swear. Be wary not to push yourself too hard. Verstehe nicht, warum ich hier da so umfalle so leicht. Ich habe es vorher auch geschafft. Da habe ich zwei Vögel gemacht. Komm out, komm out. What have we here? Kein Plan, Leute. Vielleicht könnt ihr mir mal schreiben. Das ging aber doch eigentlich normal gut die ganze Zeit. Verstehe nicht, warum ich jetzt die ganze Zeit umfalle. Mein Sohn Pavel ist endlich wieder da. Er hat mir erzählt, dass er von Monstern angegriffen wurde und dass ihr ihn gerettet habt. Und dazu habt ihr auch noch das Verwirrungsefer für ihn gesammelt. Puh, geschafft, meine Herren. Das war mehr Arbeit, als ich dachte. Ich kann euch gar nicht genug danken. Jetzt habe ich eigentlich nur noch ein kleines Problem. Ist was? Um die Möbel zu vollenden, fehlt mir noch Gromit Walnussholz. Das müsst ihr ja auch haben. Eigentlich wollte Pavel es im Wendelwurzlager besorgen. Aber sein Fuß ist leider stark angeschwollen. Der Arzt hat Pavli jede Belastung verboten. Ich habe auch ein paar Freunde aus der Stadt um Hilfe gebeten, aber die wollen mit diesem Nupon nichts zu tun haben. Wenn ich nicht bald wen finde, der mir helfen könnte, muss ich wohl meinen Laden schließen und selbst hingehen. Rex, ich bin mir sicher, das würden wir hinkriegen. Was meinst du? Blablabla. Soll das heißen, dass ihr mir helfen wollt? Nein. Ihr habt doch schon Pavli für mich gefunden. Das kann ich unmöglich... Tora zuversichtlich. Naja, gut, wenn ihr euch so sicher seid, wäre ich euch natürlich unendlich dankbar. Das Sendelwurzlager befindet sich in der Nähe des Baumwaldes. Okay, da waren wir gerade. In der Garantieebene. Ihr müsst drei Bretter Gormut Walnussholz aus bei einem Nopo namens Mukumuku besorgen. Mukumuku ist das Holzexperte, eine echte Größe, das muss man ihm lassen, wenn er nicht so gierig wäre. Ich hoffe, ihr bekommt das Holz ohne große Sperenzchen. Okay, Garantie-Ebene. Schauen wir mal, ob wir da einen Portpunkt haben. Okay, da bauen wir also hier, da wären wir schon mal. Dann wären wir in der Garantie-Ebene, waren wir dann aber noch nicht. Ich weiß gar nicht, kommen wir denn dorthin? Schauen wir einfach mal. Ich glaube, dass wir da drunter müssen. We're here. So, shall we? Ja. Da ging es doch hier irgendwo runter. Genau, dort geht's runter. Wo ist der blöde Affe? Also ich werde mal das Looten hier. Looten. Komm out, komm out. Was ist das für ein Vogel? Oh. Stufe 76. Ich denke mal, es war hier gemeint und hier ist auch ein Kletterpunkt. What the fuck? Master Pon, you can do it.
WTF, sage ich nur. Warum hat sich der losgelassen? Ich habe doch gar nicht losgelassen, verstehe ich nicht. So, jetzt gehen wir ein bisschen weiter hier rüber. Dann gehen wir mal langsam runde. So, das muss eigentlich die Garantie-Ebene sein, oder? Dann müssen wir wieder eins hoch. Ich denke mir, das wird jetzt dann gleich die Ebene sein, die wir brauchen. Sehen wir, da ist es schon. So, dann gucken wir, was wir den wieder machen müssen. Willkommen, Freunde. Willkommen in Herz von Natur. Wollen Freunde kaufen? Ach, Siro schickt Freunde, will Guamot Walnussholz haben. Brett kostet 10.000 Gold. Wie, kommt Freunden teuer vor? Tja, ist halt so. Er hat ja gesagt, dass er ausverschämt ist. Der Schlingel, ja. Guamot Walnussbaum wächst nur mit Hilfe von Titan. Aber in letzter Zeit sind Titanen immer schwächer, auch Guamot. Deshalb gibt immer weniger hochwertiges Guamot-Walnussholz. Also steigen Preise, gesetzt nach Angebot und Nachfrage. Verstehen sogar Jungpon. Ach, so ist das. Wenn Freunde nicht genug Gold haben, würde Mokomoku auch gegen Muskelzweig tauschen. Muskelzweig. Ist genug und schwer zu besorgen, deshalb wertvoll. Also, wie lautet die Entscheidung? Für Gold kaufen oder tauschen? Tauschen, ich habe nicht so viel Geld. Passt. Boah, ich brauche noch eins. Bis später. Oh. Muskelzweig, warte mal. Wie viel Geld habe ich denn jetzt? Ich will das Geld nicht ausgeben eigentlich. Sehe ich denn mein Geld überhaupt? Ah, da unten ist es, oder? 16.000, ah. Okay, Leute, ich würde sagen, wir machen jetzt an der Stelle einen Cut und ich suche den blöden Muskelzweig. Und wenn wir das geschafft haben, dann würde ich sagen, sehen wir uns hier wieder. Ich muss ja schon was gefunden haben hier irgendwo, also irgendwo müssen sie ja sein. Ich schaue mich jetzt aber ein bisschen um. Und wenn es euch gefallen hat, würde ich mich natürlich über einen Kommentar, Like oder auch Abo alles sehr, sehr freuen. Und ich würde mich natürlich noch mehr freuen, wenn ihr wieder einschaltet in der nächsten Folge. Bis dahin wünsche ich noch viel Spaß auf meinem Kanal. Ciao, ciao. Euer Andi.